Leute, willkommen zu einem Special-Video. Und zwar zeige ich euch heute mal, was man alles als richtiger Gamer zum Dunnen braucht. Dann sage ich noch was zu der Frage, welches ist eigentlich das beste Headset? Ne, die ewig ungeklärte Frage. Sage ich auch noch mal ein paar Takte was zu, weil ich habe ja auch schon einige Headsets ausgetestet und kann da, denke ich, mal ein bisschen was zu sagen. Und dann zeige ich euch mal noch eine schöne Klasse im Klasseneditor online und zeige euch mal so ein bisschen, wie ich online spiele, welche Sensibilität etc. pp. Ja, dann will ich mal gar nicht lang schnacken und fangen wir mal einfach an, würde ich sagen. So, was braucht man als erstes? Richtig, natürlich den Fernseher. Also, Voraussetzung bei dem Fernseher ist Full HD, ansonsten gibt es da keine Voraussetzung. Flachbild und Full HD. Das ist das Wichtigste. Ja, was haben wir denn noch? So, natürlich die PlayStation. Was braucht man zur PlayStation? Natürlich den Controller. Ich habe jetzt bei der PlayStation, ich hoffe, das sieht man, ich habe dann da so einen Anschluss noch, ja, sieht man jetzt schlecht, mit 4 USB-Anschlüssen, beziehungsweise insgesamt 5. Weil man schließt da ja doch sein Headset an und alles und also ich habe da immer ziemlich USB-Mangel. Deswegen habe ich mir da noch so ein Ding für 15 Euro oder sowas gekauft. Ja, dann habe ich mir noch was Schönes ergattert und zwar den weißen Controller. Kann man auch beim Gaming-Shop eures Vertrauens ab jetzt erhältlich. Sehr schön, dieser Controller, wie ich finde. Und dann, was haben wir hier dann noch? Da habe ich mein Aufnahmegerät und zwar ein Blackmagic. Damit nehme ich also auf, also kein HDPVR. Aber wie gesagt, ich glaube, das beste HDPVR, also beziehungsweise das beste Aufnahmegerät, was man da nimmt, ist glaube ich von Haupauge, dieses HDPVR. Das kann ich jetzt empfehlen. So, ja, was haben wir denn noch? Meine Spielesammlung. Sind nicht allzu viele, aber die wichtigsten sind dabei. Und ein Final Fantasy ist nicht ganz so toll. God of War Collection, Mortal Kombat, sehr geiles Spiel. Spielen leider zu wenig, Leute. Ich glaube, darüber mache ich auch mal ein Video. Ja, so, der Ninja Gaiden. Natürlich die ganze Call of Duty-Reihe. Dann mein Blu-ray, was natürlich nicht fehlen darf. Dark Knight sollte jeder Haushalt haben. Und die schöne Modern Warfare 3 Special Edition. Wie ich finde, auch sehr, sehr schön. So. Dann, was haben wir hier noch? Ja. Mein schönes MacBook. Also damit nehme ich also auch auf und schneide alles. Fernbedienung. Was haben wir noch? Hier Maus und Tastatur. Damit spiele ich keine PlayStation. Ich habe das ja mal gezeigt, aber für mich ist Controller einfach besser. Die Maus und Tastatur sind eigentlich für Diablo 3, also das zocke ich nebenbei auch nochmal ganz bisschen, vielleicht mache ich darüber auch nochmal ein Video, aber wie gesagt, für PlayStation ist die Maus und Tastatur nicht gedacht. Ja, dann mein iPhone hier, was haben wir noch? Ladekabel, Kopfhörer, MacFit, man muss ja gesund bleiben. Brillentuch, damit man auch besser sehen kann, immer schön die Brille sauber machen und natürlich Wasser. Keine Cola oder sowas, ist ungesund, Wasser ist Beste. So, kommen wir mal zum Headset. Und zwar, ich habe da mal ein Handtuch drunter gelegt, damit man das alles besser erkennt, weil ich eine dunkle Couch habe. Also alles hochprofessionell hier, bitte nicht lachen. Ja, das Headset. Ich habe ein Astro A40 Headset in Schwarz. Sehr geiles Headset, das erstmal vorweg auf jeden Fall. Also das ist der Kopfhörer, den man dazu benutzt. Hier sind auch solche Kappen, die man ganz leicht abnehmen kann und so weiter und so fort. Ne, hier auf der Seite auch nochmal, kann man Mikro auch kinderleicht abnehmen und so sieht es dann von innen aus. Mikro wieder dran, einfach alle stecken, also sehr simpel, aber dennoch genial, also wirklich. Dann hier haben wir das Mixamp, hier macht man die Lautstärkeregelung und zwar kann man hier laut und leise machen, ganz normal, und hier unten haben wir nochmal einen Regler, nach rechts drehen, sind wir der Chat halt lauter und die Hintergrundmusik wird leiser und umgekehrt. Also hier wird der Hintergrund leiser und wenn man voll aufdreht, hört man halt keinen Chat mehr. Hier haben wir nochmal einen Knopf, wo man Boost anmachen kann, also so Bass-mäßig, mehr Bass drinne. Benutze ich selber nie, deswegen auch mal aus. Oder auch nicht. Ja, und hier haben wir das Gerät eigentlich, wovon alles ausgeht. Also hier hinten kommt halt das optische Kabel rein und sowas und da wird auch nochmal das Mixamp angeschlossen. Ja, das ist praktisch das Herzstück von dem Astro Headset. Ja, jetzt zu der Frage, wie gut ist das Astro A40 eigentlich? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt schon diverse Headsets getestet, also das
Triton AX Pro, Triton 720, Turtle Beach diverse, dann Shakun hatte ich auch vorher eine ganz lange Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt von der Ortung her, haben ja alle Dolby Digital, die tun sich alle nichts. Also na klar hat das eine oder andere Headset mal vielleicht einen Tick besseren Klang und so weiter, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr Gegner hören wollt, tut sich kein Headset was. Also Gegner hören könnt ihr mit jedem Headset, was Dolby Digital hat, sage ich ganz ehrlich. Unterscheiden tun sie sich meiner Meinung nach nur in der Bequemlichkeit. Das Shakun zum Beispiel ist sehr, sehr unbequem. Kann ich jetzt nicht empfehlen. Also schon nach einer Stunde oder so taten mir dermaßen die Ohren weh, dass ich es kaum ausgehalten habe. Natürlich trotzdem weitergezockt, aber was soll man machen? Ja, was haben wir noch? Beim Turtle Beach ist es leider auch so, dass irgendwie nach einer Zeit auch schon ziemlich die Ohren wehtun. Bei dem Astro hingegen, also ich muss ganz ehrlich sagen, sowas habe ich noch nie erlebt, dass das einzige Headset, was ich bis jetzt auf hatte, wo ich auch nach 10 Stunden, nach 12 Stunden, meinetwegen auch nach 24 Stunden, ich meine, so lange habe ich noch nicht durchgezockt, aber 16 Stunden kamen da schon mal zusammen. Ich merke noch nicht mal, dass ich dieses Headset auf habe. Also die Ohren schmerzen null, es ist super bequem, es ist auch wendig und alles. Also ich merke noch nicht mal, dass ich das Headset auf habe, es ist auch sehr leicht. Ich kann es wirklich nur empfehlen, also wer auf Bequemlichkeit ziemlichen Wert legt. Ansonsten finde ich, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat halt das Triton. Also das Triton ist halt nicht ganz so teuer. Ich glaube, das Astro liegt jetzt bei 200 und das Triton bei 100 und. Frag mich nicht genau, könnt ihr ja selber nochmal nachschauen. Auf jeden Fall ist das Triton günstiger. Also wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will, ist mit dem Triton auf jeden Fall richtig gut bedient. Da würde ich das Triton AX Pro, und zwar die 2012er Edition ist jetzt neu draußen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also Triton auch sehr gut. Orten kann man die Gegner, ist von der Bequemlichkeit auch okay auf jeden Fall, aber wer auf Bequemlichkeit ganz, ganz großen Wert legt, der ist mit dem Astro auf jeden Fall richtig gut bedient. Also ich bin sowas von zufrieden, weil, also das ist das, was mich immer am meisten gestört hat, dass die Ohren mit, nach einer Zeit wehtun, und das hat man dann halt mit dem Astro überhaupt nicht. Ja, so viel zu der Frage, was soll ich mir für ein Headset holen, aber wie gesagt, ein Dolby Digital Headset sollte es auf jeden Fall schon sein, damit ihr die Gegner orten könnt. Meiner Meinung nach seid ihr mit einem Triton sehr gut bedient, und wer großen Wert auf Bequemlichkeit legt, ist halt mit dem Astro genau richtig dran. Ja, dann geht's mal weiter mit den Online-Einstellungen. Also, fangen wir mal an mit Optionen. Also Stick-Layout bleibt gleich, und bei Button-Layout gibt es halt eine Veränderung, und zwar nehme ich hier die Taktikeinstellung. Das hat den Effekt, seht ihr, Kreis und rechten Analogstick, also messern geht dann auf Kreis und hinlegen auf den rechten Analogstick. Also es ist einfach unmenschlich wichtig, sich schnell hinzulegen, und das geht einfach, wenn man es auf dem rechten Analogstick hat. Messern ist halt zweitrangig, deswegen auf Kreis. Also ziemlich wichtig, das auf dem rechten Analogstick zu haben. Ja, Sensibilität habe ich auf 7, habe früher auf 9 gespielt, habe gemerkt, mit 7 geht das so ein Tick besser, da hat sich mein Aiming auch ein Tick verbessert. Muss allerdings jeder für sich selber wissen. Also es gibt auch Leute, die mit 10 super heftig aimen und alles. Also mit 9 kam ich zwar auch klar, aber mein Skill hat sich halt verbessert durch 7. Also muss jeder für sich selber herausfinden, womit er am besten klarkommt. Ich würde allerdings nichts unter 7 empfehlen, weil man sich dann einfach nicht mehr schnell genug umdrehen kann, falls mein Gegner plötzlich hinter einem schießt. Also unter 7 kann ich nicht empfehlen, alles andere muss halt denn jeder für sich selber wissen.